Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Großrecken Whitelands, eine Story-Mission aus Barchevos oder Barchevos, und zwar der Bankraub. Und dann starten wir hier auch in Barchevos Charlie. Und hier geht es darum, Nidia Flores Geld zu klauen. Und hier in Barchevos Charlie ist man sehr nah dran. Das ist die Banco der Barchevos. Oder ich kann es nicht richtig aussprechen. Und da fahren wir jetzt erstmal hin. Also hier schnappe ich mir einfach ein Auto und flitze da mal schnell hin. Ich lasse einige Sachen wieder schneller laufen, weil zum Beispiel die Anfahrt ist ja ganz simpel. Oder wenn ich mal mit der Drohne was rumsuche, müsste ja nicht unbedingt alles in Realtime irgendwie mitmachen. Hier fährt man einfach den Berg rauf sozusagen und dann ist man schon da. Das Städtchen da oder die große Ansammlung von Häusern, das ist die Bank der Barchevos oder die Wurst von Heinz. So, da sind wir. Flores versteckt Schwarzgeld in Millionenhöhe in der Banco de Barchevos. Rauben Sie die Bank aus und übergeben Sie das Geld an Kataris Rebellen. Banco der Barchevos. So, jetzt weiß ich's. Nicht die Wurst von Heinz, sondern die Barchevos Bank. Okay, ich werde es mir eh nicht merken. So, und die Bank ist natürlich ziemlich schwer bewacht. Hier ist auch eine ganze Menge Santa Blancas, die hier rumrennen. Und die müssen wir uns natürlich hier alle schnappen, um möglichst wenig Widerstand zu haben. Die Mission kann man nicht einfach beenden und dann sagen, jetzt gehe ich einfach und alles gut. Nein, wenn ihr Stress anfängt, habt ihr Stress. Wenn ihr den Bankraub durchführt, gibt es auf jeden Fall Stress. Und umso mehr Leute hier sind, umso mehr Stress habt ihr hinterher. Also sozusagen, ihr habt den Stresspegel euch selber erhöht, wenn ihr hier nicht die Leute vorher ausschaltet. Also nicht der Lichtschalter hier, wie bei Alan Wake. Nein, der Lichtschalter, kachel dir mal Scheiße an die Backe, wenn du das Licht nicht anmachst, weil man sieht ja nicht, wo man trifft, ne, wenn man kein Licht beim Klo anmacht. Aber ungefähr so könnt ihr es vorstellen. Umso mehr Scheiße ihr hier stehen lässt, umso mehr Scheiße wird hinterher über euch hereinbrechen. Okay, mit Brechen und Scheiße, da hat er dann das volle Programm. Und die Leute sind sehr zahlreich, die patrouillieren hier in großer Zahl umher. Und wie ihr seht, sind die Leute immer so aufgestellt, die können sich meistens gegenseitig sehen. So, und das wollen wir jetzt mal ein bisschen unterbinden. Deswegen schieße ich immer so eine Brotdose aus dem Rucksack. Okay, eine Dose im Rucksack. Vielleicht ist Energy gewesen und nicht Brot. Oder ein Bier. Flasche. So, und hier seht ihr, haben die auch Alarm. Und hier laufen die Leute jetzt ein bisschen schneller, weil ich das ein bisschen schneller laufen lasse. Ich gucke immer so ein bisschen rum und gucke, wo laufen die lang. Und das würde sonst ein bisschen dauern. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu verkürzen. So kurz wie möglich zu halten. Das heißt, so ungefähr, wenn ihr nackig euch draußen im Winter hinstellt. So kurz ungefähr. Und dann, ja, jetzt gehen wir mal hinten rum in die, wie soll man sagen, ins Gehöft hier, in die Bankanlage. Also es ist eine Santa Blanca Basis an sich, mit einem schwer bewachten großen Gebäude. Das ist natürlich, sagen wir mal, die Kartellbank. Hier werden nicht die normalen Bolivianos ihre Sachen hinbringen. Das Signal, die stören die Drohne. Und wie ihr seht, haben die einen Störsender hier. So, deswegen, es bietet sich natürlich an, erstmal von außen ein bisschen aufzuklären mit der Drohne.
Also nicht hinzugehen und den Einheimischen zu sagen, dass sie Kondome benutzen sollen. Nein, hier mit der Drohne aufklären die Leute hier von außen, wenn ihr noch nicht im Bereich des Jammers seid, des Störsenders. Und dann, ja, ansonsten müsstest ihr, ich hätte jetzt bei einer Verhand gesagt, nein, ihr müsst es dann hier die Rebellen machen lassen. Oder ihr benutzt das Fernglas oder das Zielfernrohr oder sowas, um die Leute zu markieren. Das ist natürlich ein bisschen extrem scheiße. Ja, der versteckt sich da gerade so ein bisschen. Dann markieren wir den mal. Ziel markiert. So, und hier unten rennt noch einer rum. Aber der ist so ein bisschen, mal gucken. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Ja, da rennen noch ein paar Leute mehr rum. Ah, jetzt, der fängt an, mir an den Arsch zu gucken. So, auf dem Dach, wie ihr seht, haben die Miniguns und Wachen. Und es ist eine richtig fiese Sache hier. Ihr könnt da nicht einfach reinrennen und euch niederballern lassen. Könnt ihr doch, aber es macht keinen Spaß, finde ich. Und deswegen mache ich das halt anders. So, hier warte ich, der läuft da drin herum, links hier in dem Gebäude. Und ich warte, bis er die richtige Position bekommt. Deswegen habe ich das ein bisschen schneller laufen lassen. Sonst wartet ihr euch einen Wolf und ich weiß gar nicht, ob es in Bolivien Wölfe gibt oder nur die sackfressenden, diese komischen Monster, die hier auch erwähnt werden in den Dokumenten. Aber der hat den nicht gesehen. Da unten steht noch ein schwer bewaffneter. Sag mir wo. Beim Gebäude. So, jetzt haben sie auf der linken Seite, die KI hat sie auch noch was gefunden. So, und hier seht ihr die genau vorm Gebäude, die beiden hier. Und man kommt auch auf das Dach von dem Gebäude, also von der Bank. Da seht ihr die Treppe im Hintergrund. Aber, ja, macht keinen Sinn. Roger, Ziel markiert. Ich hab das Ziel. So. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass die beide umfallen, dass die sich, dass die keinen Alarm auslösen. Und jetzt haben sie vollen Pfund in die Fresse gekriegt. Da hilft ihnen auch nicht, ihr Kuckerblätter zu kauen, den Hamsterbacken hier. Aber man kommt hier auch ganz gut an den ganzen Wachen vorbei. Oder an der Bank, so dass man möglichst nicht gesehen wird. Wenn man hier so ein paar Schleichwege durch die Häuser nimmt oder Fenster. Also das war sozusagen das bolivianische Windows für Banken, wo ich gerade durchgesprungen bin. Ich sehe das Ziel. Okay, da war scheiße. Aber, der ist nicht ganz fix unterwegs, sondern ich habe das schneller laufen lassen, damit ihr nicht so lange warten müsst, bis der umfällt, weil ich den so weit wie möglich großartig. Wir rauben Banken von aus wie Butch Cassidy und Sundance Kid. Also ich wollte den so weit wie möglich von den Leuten weghaben, damit die den nicht umfallen sehen. So. Ihr seht, da geht eine Treppe rauf, aber das bringt nicht wirklich was, da hochzugehen. Und, ja. Hier sind noch eine ganze Menge Leute. Ich höre jetzt immer einen Hubschrauber noch, aber ja. Wo ist er denn? Da hinten? Ach, ist ein Konvoi. Okay. Ich dachte, die eventuell hier fliegt hier irgendwie die Unidad vorbei oder sowas. Oder Santa Blanca Patrouille. Ja, die kommt eigentlich nicht. Aber deswegen war ich ein bisschen verunsichert, was das jetzt für ein Hubschrauber ist. Aber es ist nur ein Konvoi. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir außenrum die Leute ein bisschen minimieren. Weil wir erstmal hier, da steht's auch, verhören Sie den Bankmanager, um den Code für die für den Tresor zu erfahren, bekommen oder was auch immer. Der Hubschrauber nervt. Ja, da fährt der Konvoi. So. Aber ich will das natürlich alles machen, ohne Ärger anzufangen. So, hier seht ihr, sind noch ein paar Leute hinter der Bank. Die, also sozusagen, das sind die Penner hier am, in dem Dorf. Die hängen da hinter der Bank rum. Die haben noch nicht mal Zeit gehabt, sich auf die Bank zu setzen. Da, so, auf der Terrasse. Auf der Terrasse, da hinten.
genau in dem Gebäude, wo wir rein müssen, oder ungefähr da. Hier ist keiner. Wo wir rein müssen, da hockt jetzt dieser schwer Bewaffnete rum. Ja, da ist er. Der hockt, na, der stand da rum. Oh. Der guckt hier rauf. Der hat was gehört. Die werden dich sehen, warte. Oh. Oh. Ich bin nicht hier. Geh einfach weiter. Guck, guck. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Ja, auf dem zweiten sieht man besser. Sag mir wo. Durchs Auge rein, durchs Arschloch raus. So muss natürlich ein schöner Kopfschuss sein. Und hier geht's allerdings nicht mehr weiter. In dem Gebäude dort ist irgendwo dieser Bankchef. Oder der Bankmanager. Und ich gehe jetzt wieder ein Stück zurück und hier durch die Gebäude, weil es hier auch noch Fertigkeitspunkte zu sammeln gibt. Und hier in der Banco de Bavechos gibt es einen Orden zu sammeln, der gibt 5 Fertigkeitspunkte. Und das lohnt sich natürlich. Und eine Waffe gibt es hier auch, wie man jetzt hier gerade sieht. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Ich sage euch, der wird sowas von traurig sein, diese Flam-Heulsuse. Da seht ihr 5 Fertigkeitspunkte und das lohnt sich natürlich, den mitzunehmen, da ihr damit einige Fertigkeiten oder eine bessere Fertigkeit freischalten könnt. So als nächstes natürlich die Waffe, aber das erst, wenn man Zeit hat, wenn man hier nicht mehr unbedingt mit den Arschkrampen von Santa Blanca zu tun hat. Ihr seht in der Bank, wie viele Leute da drin sind. Das ist alles voller rote Punkte. Das sieht aus, als wenn die Bank Masern hat. Aber hier sind noch Leute, die hier rumrennen. So. 1, 2 Leute. Und dort ist auch die Waffe drin. Hab die Ziele, bereit zum Angriff. So. Knack, knick, knack. Ziel markiert. Er schießt den Spaß. So. Hab ihn, er ist tot. Mal ein bisschen durchlüften hier in der Kirche von Santa Muerte, ne? Weil die sind hier, wenn die hier ständig am Rumbeten sind, furzen sie die ganze Hütte voll. Weil die waren ja im roten Taco-Wagen, was am Frühstücken. Neben der Kippe. Und neben der Kippe, das heißt dann auch Kettenraucher. So, da rennt noch einer rum. Schnell. Da, Waffenkiste. Ja, Waffenkiste, die aber gleich. Hier ist auch der Jammer hinter der Waffenkammer. Gebäude. Guck, guck. Guck mal. Oh, der ist aber scheiße umgefallen. Der hat sich ja nochmal irgendwie die Knie ausgekugelt dabei. So, zack. Dann machen wir jetzt mal den Störsender aus. Und hier sind auch kleine Wölkchen unterwegs, kleine rote. Das heißt, hier ist nicht entweder die der Schulz unterwegs oder irgendwie die kommunistische Partei macht hier Werbung. Nein, das sind die, sag mal, die Feinde, die hier noch rumgammeln. Okay, die Wolke ist weg. Das war unser Kumpel hier, den wir befragen müssen. Und hier, ach guck mal, da im Schatten steht er. Dann holen wir uns den mal. Und die ganzen roten Punkte in der Bank. Hab das Ziel. Könnt ihr mal sehen, wie viel das sind da. So. Ja, hier musste ich die Aufnahme direkt neu starten, weil ich war unvorsichtig und habe die auslaufen lassen. Natürlich habe ich den im Schatten erschossen. Passt gut zu meinen Stiefeln. So, und jetzt haben wir hier eine AUG. Also wir haben hier nicht eins aufs Auge gekriegt. Die heißt hier AUG A3. Und die gibt es hier zu finden. Aber ich bleibe bei meiner T21. Mit der bin ich zufrieden. Zu der Zeit gab es den T1-Modus noch nicht. Und da gab es die T1-Waffen noch nicht. Deswegen hat er hier auch keine T1-Waffen. Sondern die normale HTI und die T21. Die Bad News und die Desertec HTI... Die kam erst später. Die hat natürlich mein Charakter. Oder meine Charakter
Also nur zwei. Ich habe nur zwei auf T1 gebracht, weil dreimal hatte ich keine Lust. Und der dritte wird öfters mal gelöscht, damit ich neue Aufnahmen machen kann. Sozusagen von ganz vorne. So, und jetzt gucken wir mal, wo der Hayopayo hier rumhängt. Unser Bankmanager. Wow. Der hat abgebrochen, weil er sich irgendwie bewegt oder gebückt hat. Bück dich nicht, wenn ich von hinten komme. Das ist nicht gesund. Nidia ist nur ein Dorn in deinem Fleisch und ein Lauf an deiner Schläfe. Gib uns jetzt den Code für ihren Tresor. Und Pulpo lässt sie dann verschwinden. Pulpo? Chingalo. Okay, está bien. Die Codes gehören dir. Está bien. So. Und jetzt haben wir den praktisch erzählt. Wir haben den Zugangscode. Sind die Rebellen bereit? Um hunderte Millionen Bolivianos abzuheben? Na klar. Wartet auf unser Signal. Nomad Ende. So. Und wir haben denen erzählt, dass wir im Auftrag von Pulpo sozusagen unterwegs sind, um den Krieg zwischen Pulpo, El Pulpo und Nidia Flores noch anzuheizen und um Svenjo in die Suppe zu cutten oder in Taco zu strullen. Und ja, dann geht's jetzt hier erstmal Richtung Bank. Das lasse ich jetzt ein bisschen schneller laufen, weil ich habe mir natürlich hier noch ein paar Sachen gegriffen, die hier so rumgammeln. Wie die vergammelten Vorräte, die sie hier rumstehen haben. Und dann geht's hier wieder weiter Richtung Bank. Wieder hier am Störsender vorbei und durch die Waffenkammer, falls man hier Munition braucht. So, aber ein Scharfschützengewehr ist jetzt nicht wirklich von Vorteil. Ich nehme hier mein Unidad RPM, also mein leichtes Maschinengewehr, das zu der Unidad-Ausrüstung, wer einen Season Pass hat, hat ja dieses Unidad-Outfit bekommen. Keine Munition gebraucht hier. Und der kriegt auch dieses leichte Maschinengewehr. Und das ist die Hölle. Das hat eine richtig gute Durchdringung und Schaden und alles. Also ich finde das richtig geil und es macht richtig Alarm und damit kriegt man auch die Hubschrauber gut runtergeballert. So, die Rebellen kann ich jetzt rauslassen, weil die jetzt sowieso Ärger geben wird. Wenn ich die vorher rausgelassen hätte, hätten die Schießerei mit der Santa Blanca angefangen und dann hätte es auf jeden Fall Ärger gegeben. So, jetzt hole ich hier noch Verstärkung. Ich habe bei Katari um Verstärkung gebeten. Weil jetzt, es gibt so oder so Ärger. Ihr könnt diese Mission nicht lösen, ohne Alarm auszulösen. Ohne Alarm auszulösen lässt sich diese Mission nicht lösen. Wie poetisch. Nein, fuck. So, und zwar, das Ganze ist, es muss auch Alarm geben, weil ihr überfallt die Bank. Ja, so, Santa Blanca greift die Rebellen an. So, hier wird... Ich höre zwar noch nichts, aber die werden angeblich eine Schießerei. Jetzt. Wir haben sie aufgescheucht. So, und zwar hier die Straße runter werden auch die Rebellen kommen, die uns zur Verstärkung kommen werden oder geschickt werden. Und natürlich die Santa Blancas, die uns davon abhalten wollen, hier Alarm zu machen. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Hier kommen ein Haufen Zivilisten rausgerannt. Und nachdem ihr natürlich den Typen ja auf der Treppe erst erschossen habt. So, und am besten erschießt die nicht, weil wenn ihr ein paar erschießt, werden die natürlich euch aus dem Spiel werfen. Dann ist die Mission auch im Arsch. So, und ich habe das ein bisschen schneller laufen lassen, damit alle Zivilisten mal durch sind hier, bevor wir hochgehen. Nicht, dass wir explodieren werden. Wir werden die Treppe hinauflaufen und da oben steht noch einer. So, ihr könnt noch ein bisschen leiser arbeiten, aber so, es wird auf jeden Fall Ärger geben, weil die Rebellen kommen natürlich auch. Und es ist völlig egal, ob es jetzt hier Ärger gibt, weil es hier natürlich Ärger geben muss. Klar, spätestens, wenn ihr hier leise durchkommt, spätestens oben, wenn ihr das Tor aufmacht, um das Geld verladen zu können. Oder damit die Rebellen reinkommen oben. Spätestens dann gibt es richtig Ärger. Also, es ist völlig egal. Na, egal ist nicht. Egal ist,
88 hätte ich gesagt, weil tritt mal 88 auf den Kopf, ist auch 88, ist also egal. Genau wie zwei Nullen, wenn ihr die auf den Kopf stellt, sind es immer noch zwei Nullen und 00 ist meistens Klo, ist also scheiße. Und so, die sind ja hier auch ein bisschen abgefahren drauf, da oben steht schon wieder einer. Boah, ich werfe eine Blendgranate. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil die sind heftig unterwegs. Ach, scheiße, kann ich nicht durchschießen. Aber durch die Kisten. So. Lassen wir erstmal. Boah, da kommt der nächste. Lassen wir erstmal so ein bisschen hier nach vorne rennen. So. Jetzt können wir hier unser Blut endlich mal von der Wand wischen. Nicht alles sauber, ist aber alles voller Blutspritzer hier. Arschkrampe. So, und jetzt öffnen Sie die Tür des Tresors. Also das hier soll der Tresor sein. Überall stehen hier Geldpaletten rum. Das ist also nicht diese Dinger, die man sich ans Kleid näht, diese Pailletten. Nein, Paletten voller Geld. Ihr seht hier überall Geld, Geld und Geld. Und das ist Kartellgeld. Und in den Kisten müsste auch Geld sein. Und das Radio ist aus. Also dafür haben sie kein Geld. Und ja, die GZ nicht gezahlt. Das geziemt sich nicht. Und Aktivität. Ihr seht, sofort kommen Feinde. Sind sofort spawnen hier Feinde direkt vorne. Oh, jetzt laufen die mir alle vor der Knarre rum, ey. Okay, dann nehmen wir was Gutes hier. Wow. Voll daneben. Kontaktparkplatz. Ich will nicht wissen, was der Kontaktparkplatz hier ist. Nicht, dass sie sich da an die Klötze greifen gegenseitig. Oder an die... Ne? Das ist Kontaktparkplatz von Santa Blanca. Ihr müsst... Was absolut problematisch ist hier. Die stehen hier auf einmal mittendrin. Oder sozusagen die spawnen hier... Oh, geh weg da. Einfach hier im Raum oder jetzt geht natürlich der Alarm los, klar. Und jetzt müsst ihr noch 2 Minuten durchhalten, um die Bank zu sichern. Und jetzt wird es natürlich, der Ärger wird sich ein bisschen summieren und die Leute spawnen hier einfach mittendrin, scheinbar ab und zu. Ein Hubschrauber kommt und ihr seht, ich werfe jetzt meine Granate. So, und jetzt liegt der Typ auf einmal hier drinne. Das ist alles... Ja, ich wollte im Nahkampf killen, aber dann habe ich mir gedacht, vor der Tür zu stehen, da ist nicht gesund. Wenn ihr alle diese Markierungen auf der Minikarte seht. Und wenn ihr jetzt auf einem höheren Level spielt, dann bleibt einfach drinne. Ihr seht, da fliegen schon die Toten bis auf die Veranda durch die Explosion. Und wenn ihr hier hinten bleibt, habt ihr eine gute Chance, das Ganze ohne Probleme zu überstehen. Ihr müsst aber aufpassen, hier rechts runter, also wo ich gerade hingeguckt habe, und hier links, da zur Treppe runter, oh, da sind sie schon. Die sind einfach drinnen aufgetaucht. Es ist schon problematisch. Solange ihr könnt oder wenn ihr könnt, ruft wieder Verstärkung, ruft eine Ablenkung. Zu dieser Zeit, vor den ganzen Patches, war es so, habt ihr eine Ablenkung gerufen, habt ihr eine Verstärkung gerufen oder irgendwas, war die Abklingzeit da. Ihr konntet nichts anderes rufen. Mittlerweile ist es so, ihr könnt eine Ablenkung rufen, dann habt ihr eine Abklingzeit. Ihr könnt eine Verstärkung rufen, dann habt ihr bei der Verstärkung eine Abklingzeit oder bei der Ablenkung oder beim Mörser. Das war vorher anders. Habt ihr etwas benutzt, war eine Abklingzeit da für alles. Also Mörser, dann konntet ihr keine Verstärkung rufen. Oder eine Verstärkung, konntet ihr keinen Mörser rufen. Oder ihr habt eure Teamkameraden angerufen, dann war euer Handy gesperrt. Nein, Bullshit. Unser schöner kleiner Tricamidia Flores überzeugt, dass Pulpo sie hinter ihrem Rücken ausraubt. Sie ist echt stinksauer. Und jetzt jagt sie ihn mit allem, was sie hat. Zum Glück für Pulpo war sein guter Kumpel Wagner so freundlich, uns Pulpos Handynummer zu geben. Wissen Sie, wo er ist? Wir glauben, er weiß, dass Nidia hinter ihm her ist. Er bereitet sich auf die Flucht nach Mexiko vor. Ihr Team muss ihm zum Flugplatz helfen, damit der Suenio Scheiße über Nidia erzählen kann.
Verstanden. So. Und jetzt sind natürlich noch ein Haufen Leute da. Ihr seht das. Jetzt machen wir erstmal. Feuer angefordert. So, da läuft wieder die Zeit. Aber wenn ihr noch ein bisschen hier drinnen bleibt, löst sich das Problem von selber. Das heißt, wenn ihr auf hoher Schwierigkeitsstufe spielt, müsst ihr da nicht reinrennen oder hinten rausrennen, euch erschießen lassen. Und wartet noch ein bisschen. Ärgert die Leute ein bisschen. Es werden auf jeden Fall weniger. Ihr seht, unter uns müssen noch irgendwo Leute sein von Santa Blanca. Die kommen aber jetzt momentan nicht hochgerannt. Normalerweise kommen links hier die Treppe auch Haufen Leute raufgerannt. Das ist momentan nicht so. Hier seht ihr, brennt alles schön. Ist das nicht schön? Die totale Zerstörung. Alles brennt, alles kracht und knallt. Okay, auf den Kontaktparkplatz knallt alles, ist ja klar. Aber die Rebellen sind auch noch da. Hier wird geschossen und geballert. Und auf einmal sind die roten Markierungen weg. Das heißt, haltet ihr eine gewisse Zeit durch, könnt ihr einfach rausgehen, ohne dass euch einer an den Arsch schießt. Oye, amigo. Mission cumplida. Die Sicarios sind tot und eure Jungs sicher. Muchas gracias. Ohne euch hätten wir den Tresor nicht erobert. Gebt nicht sofort alles aus und erzählt herum, dass Pulpo euch geholfen hat, an das Geld zu kommen. Um den Soldat zu heilen? Bueno, ja, mich selbst macht, als ihr aussieht. Gracias, Yankees. So, und dann haben wir hier noch Pakatari erzählt, dass die alle erzählen sollen, El Pulpo hat denen geholfen, die Bank hier auszurauben, die eigentlich Nidia Flores untersteht. Und das gibt nochmal richtig Ärger. Und Nidia Flores ist natürlich hinter El Pulpo her. Und das im nächsten Video. Und das könnt ihr euch dann ansehen, was das für eine uncoole Scheiße sein kann. Weil das, da geht's richtig ab. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Über Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen oder ein Abo. Für beides natürlich umso mehr. Und ich verdrück mich jetzt hier und fahre einmal den Berg runter. Und El Pulpo ist nicht weit von hier und da fahre ich jetzt direkt von hier aus hin. Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nein, du bist scheiße abgefahren, du darfst nicht mehr fahren. Jetzt will ich natürlich die Rebellen auch nicht umfahren. Dann verabschiede ich mich bei euch und sage danke und ja, auf wieder tschüss.